Und seine Mom, wie die ausgesehen hat, die schätze ich schon auf 50, Mitte 50, so wirklich so, wie sie ausgesehen hat, war aber wahrscheinlich Mitte 40, Ende 40. Und die hat ordentlich gebechert und die hat auch noch so ein versoffenes Gesicht gehabt. Und dann macht die mich wirklich allen Ernstes an und fragt und sagt so, na, sie soll schon was vor und so weiter. Und ich gucke nur so den Bekannten an und denke so, Alter, schaff deine Alte hier von mir weg. Ich krieg noch die Krise. Und meine Ex lacht sich den Arsch ab und so weiter. Und boah, voll witzig und so. Und ich denke, Alter, nee, die Alte, die wollte mich wirklich hier, die hat mich schon betatscht und so weiter. Ja, aber das ist doch voll witzig und so. Nicht so, Alter, also dein Sinn für Humor ist ja echt krank. Also, das war mein schlimmstes Erlebnis mit Frauen überhaupt. Weißt du, und der Kumpel nur so, oder der Bekannte nur so, ja, Mom, ist gut. Nee, ich finde dich voll süß und so. Und der Mom, lass ihn doch, er hat eine Freundin. Ist mir doch egal, er ist voll süß. Ich denk so, Alter. Schaff die alte Schrapnelle weg! Vor allem dann im Auto, vor allem dann sind wir dann mit dem Auto wieder zurückgefahren. Und das Schlimme war dann, die wollte dann vorne neben mir sitzen. Und hat mich auch schon betatscht. Und ich denk so, Alter, du die Alte weg! Ich krieg die Krise. Gut, kein Zombie. Boah, der ist schon wieder aufgesch. Alter. Wie alt wurdest du schon mal geschätzt? What? Wie alt du schon mal geschätzt worden bist? Also dein Maximumalter, dass irgendjemand zu dir kam und sagt, boah, hey, du siehst aus wie so und so viele Jahre und in Wirklichkeit warst du aber nur so und so viele Jahre alt. Oh, eigentlich schon immer ziemlich treffend. Oh. Also das Erste war, ich habe mich früher, mit wie vielen Jahren war das, mit 17, habe ich nie mich rasiert, vielleicht nur elektrisch so ein bisschen, wenn ich lustig drauf war. Und allen Ernstes, ja, wie alt bist du? Hat mich dann mal so eine junge Frau gefragt. Die sah so aus wie Mitte 25, 26, so. Da habe ich nur gefragt, ja, was schätzt du? Ja, das ist das wie 35. Ich denk so, Alter, ich soll mich vielleicht rasieren. Ah, okay, ist nur das WC. Huch. Zombie? Nix dabei? Okay. Was? Ich bin hungrig und ich bin etwas durstig. Alter, wo ist die Küche? Natürlich, alles verrottet. Bis auf die Orangenlimonade. Der war das, wenn kein Strom da ist. Nehme ich alles mal mit. So. So, du bist wo draußen? Ah ja. So, dann will ich mal ganz kurz mir ein Orangenlimonade Zombie. reinpfeifen. Uah. So. So. Extrem panisch, so. Muss mal gucken, wie mein Nudelholz aussieht. Ja, der Zustand geht ja noch ein bisschen, 30 Punkte. Zombie Hunter. Gott, der war schlecht. Ja, das kam letzte Woche in der Rockfabrik. Und das habe ich so gefeiert, das Lied. Und da hat mich ein Bekannter so angeschaut und hat gesagt, ja, was machst denn du da? Ich sagte, jetzt sag mir bitte nicht, du kennst die Ghostbusters. Oh, das ist viel zu lange her. Ich sagte, Alter, du bist älter als ich. Du bist 30 Jahre und du kennst.
Und du kennst das nicht? Sowas guckt man sich vielleicht im Internet noch an und oder holt sich die DVD, wenn man davon ein Fan ist. Boah, es ist dunkel wie die Sau. Ist ja auch Nacht. Ich kann die Hand vor Augen nicht mehr sehen. Ist ja auch schwarz. Aber mal so nebenbei. Hast du gewusst, dass man das Spiel Angst vor dem schwarzen Mann nicht mehr spielen darf? Weil das mega rassistisch ist. Oh, ich krieg die Krätze. Aber stimmt schon. Wenn es erzielt wird, Angst vorm Slenderman, dann kann ich es noch verstehen. Aber nicht vom schwarzen Mann. Ja, das musst du mal den Kindern beibringen, hier Slender zu spielen und dann. So, und jetzt spielt ihr das Spiel, wer hat Angst vorm Slenderman? Aber ich glaube, die werden nur noch Albträume erleiden. Abgeheilt für die Zukunft. Aber wer hat Angst vorm schwarzen Mann, haben wir früher immer gern gespielt. Aber ganz ehrlich, das finde ich blöd. Genauso wie mit was war's? Negerkuss? Oder was war's? Schokokuss? Negerkuss? Wie hat man noch dazu gesagt? Schaumkuss? Schaumpfropfen? Dickmanns? Das verbinde ich mit etwas gut. Dickmanns ist eine Markenname. Ja, ja. Dickmanns Schokokuss, Negerkuss halt. Ich verbinde das halt mit etwas Gutem. Das sollen die, ganz ehrlich, das soll niemand rassistisch sich angegriffen fühlen. Ich kann ja kaum sagen, wenn ich einen Negerkuss mal wieder haben will. Oder mal ein anderes Thema. Das ist ja eigentlich so ein Thema, was. Hast du gewusst, dass man die deutsche Sprache femininer machen will? Weil die deutsche Sprache ja so männlich ist. So grob oder was? Die ist viel zu männlich, die deutsche Sprache. Das heißt, der Arbeiter. Und weiß es so in der Richtung, dass Wörter mit R enden. Mit ER. Und ich habe keine Ahnung, wo wir sind übrigens. Irgendwo in der Wildnis, nirgendwo, genau. Dass halt alles so mit ER endet, die meisten Wörter. Arbeiter. Arbeiter, ja. Und sowas. Bibliothek. Okay, das ist halt anderes. Aber halt so in der Richtung, ne? Mhm. Und dann will man, dass man dann Arbeiter halt Arbeiter mit einem A am Schluss macht, damit es nicht zu männlich ist, damit es nicht sexistisch ist oder sowas. Alter, ernsthaft? Ohne Scheiß, das habe ich letztens in den Nachrichten gesehen, habe ich auch gedacht, leckt mich am Arsch. Jetzt nochmal die deutsche Sprache total verhunzen. Ich meine, ich habe ja schon. Natürlich ist eine Frau auf die Idee gekommen, sowas zu machen, ne? Und statt da jetzt irgendwie zu hocken und sich ganz andere Sachen zu überlegen, hocken die da, ja, Arbeiter, nee, machen wir da noch ein A hinten dran. Oder Computer, nee, machen wir da auch ein A hinten dran statt ER. Und ich denke, ey, komm, fuck you. Okay, ich glaube, wir haben die eine endete Karte erreicht. Ah, oh, ne, doch nicht. Zugleise. Jetzt kommt der Zug. Die Bahn kommt. Also ich finde, ganz ehrlich, ich finde das echt schwachsinnig. Vor allem habe ich schon mit der alten Sprache Probleme gehabt, wo das I doch gar nicht gab und dann das meiste mit Y geschrieben wurde. Oder hören wurde so früh geschrieben, H-Ö-R-N ohne E. Zum Beispiel, wo ich auch nur so denken muss, alter Schwede. Das jetzige Deutsch gefällt mir eigentlich ganz gut. Wobei, Fußball, wie hat man früher Fußball geschrieben? Mit 2S, glaube ich, oder? Oder schreibt man das heute mit 2S? Weil mittlerweile gibt es auch die Version mit scharfem S. Ob man die jetzt früher benutzt hat oder. Weiß ich halt jetzt gerade nicht, aber ich meine, ich habe Fußball früher mit 2S geschrieben. Oder halt allgemein auch mit der Aussprache. Weil ich habe immer gesagt, der Chemiker. Oder Chemiker. Ja, Chemiker oder China. Ja. China habe ich auch immer gesagt. Aber nee, es heißt ja China. Ich sage ja, es heißt ja auch Chamäleon und nicht Chamäleon. Das ist ja halt immer so eine Sache. Es gibt auch Leute, die sagen Chamäleon.
Ohne Scheiß. Das habe ich bisher noch nie gehört. Klingt aber auch nicht schlecht. Wer bist du denn? Ich bin Chameleon. Oh. Na, wie jetzt, ja. Du bist bei mir gerade in den Wald verschwunden? Ja, ja. Weil ich dachte, ja komm, ich lauf mal in den Wald rein. Ich lauf die Gleise weiter. Okay.